Hallo, willkommen zurück in unserem kleinen Wüstenposten. Hier läuft nach wie vor alles nach Plan. Eisen und Kupfer kommen automatisch in die Schmelzer und in die Verarbeitung. Zement wird automatisch bei uns, jetzt sieht man es gerade nicht, ist da hinten, da sieht man es ganz klein, bis in den Container direkt angeliefert, sodass man es gerade verwenden kann. Wir haben neu eine Kettensäge, mit der wir da hinten im Wald waren und zuerst ordentlich aufs Loch gekriegt haben und dann nochmal da waren und ein paar Viecher erledigt haben. Wir haben einen zusätzlichen Konstruktor gebaut, der ist jetzt im Moment noch nicht an irgendwas permanent angeschlossen, weil uns die Splitter und Merger noch fehlen. Das ist ein anderer Milestone, den wir nicht im Moment bearbeiten. Wir sind ja dabei, das Material für den Space Elevator zusammenzutragen. Die Produktion läuft auch auf Hochtouren dafür. Hier haben wir nochmal Zement. Aber jetzt fast fertig. Stäbe. Fast fertig. Draht braucht noch ein bisschen. Und hier lasse ich derzeit. Oh, schon wieder ausgelaufen. Die Solid Biofuels machen. Und danach stelle ich dann wahrscheinlich wieder um auf Eisenplatten. Da wir auch im Moment die Problematik haben, dass unser Stromnetz, ich zeige es mal kurz, maximal produzieren wir 40 Megawatt und maximal konsumieren wir 39. Das heißt, man kann tatsächlich im Moment auch nicht unbedingt sagen, wir sollten jetzt noch irgendwas dazu bauen. Weiteres Wachstum könnte dann entstehen, wenn man jetzt noch ein, sage ich mal, externes Biomasse-Kraftwerk baut. Dann hätten wir wieder eine erhöhte Gesamtkapazität. Dann können wir wieder uns noch erweitern und steigern. Das bedeutet aber auch, dass wir wieder einen erhöhten Treibstoffbedarf haben. Und das würde wieder bedeuten, dass wir verstärkt unterwegs sein müssten, um Biomasse ranzuschleppen und die umzuwandeln etc. etc. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt gehabt, ich möchte eigentlich nicht so gerne meine Zeit mit dem Einsammeln von Biomasse verbringen. Ich möchte eigentlich viel lieber schnellstmöglich die Kohlekraftwerke freischalten, weil die sich einfach automatisch befüttern lassen und Das ist das Ziel einfach. Dann hat man da wieder eine Sorge weniger. Da muss man dann halt immer nur gucken, wie ist der aktuelle Strombedarf und wie viel wird bereitgestellt. Und wenn ich mich dann steigern möchte und erweitern möchte, muss ich dann ein neues Kraftwerk bauen oder nicht? Und wenn ich ein neues Kraftwerk baue, reicht die Kohle dann noch oder nicht? Reicht das Wasser noch oder nicht? Das sind dann die einzigen Überlegungen. Aber wenn man das dann erstmal wieder sichergestellt hat, dann läuft es wieder von alleine und man kann sich anderen Sachen widmen. Guck, da hinten sieht man es ganz schön. Jetzt läuft der Miner und der Constructor. Der Constructor läuft unter Volllast natürlich. Der spult raus und raus und raus. Aber jetzt müsste der Miner auch gleich wieder abschalten, weil der, da schaltet er ab, mehr produziert, als der Constructor verarbeiten kann. Da gibt es auch Technik noch, die wir erforschen können, wenn wir dann den entsprechenden Meilenstein freigeschaltet haben, dass wir, oder nee, dazu müssten wir, genau, den Meilenstein machen, mit dem wir das Forschungslabor freischalten können, das BAM, dann da Energieschnecken drin erforschen. Und dann entdecken, dass wir die Maschinen rauf und runter regeln können, je nachdem, wie wir sie brauchen. So, hier ist die Produktion schon wieder fertig. Fast fertig, noch 15 Stück, dann geht das hier auf Eisenplatten zurück.
Zement fertig. Das erste Element für den Space Elevator ist komplett. Schalte den jetzt mal aus. Dann sollte hier der Puffer sich ein bisschen entspannen. Obwohl, das ist hier, glaube ich, die gleiche Problematik. Der verbraucht 15 pro Minute und der stellt 30 zur Verfügung. Ja. Den müsste man eigentlich auch auf halbe Kraft runtersetzen. Und dann hört das auch hier auf mit diesen Zickzack-Schwankungen hier die ganze Zeit. Kann man den auch wieder anschalten, dann bringt das gar nichts gerade. So, Stäbe fertig. Eisenplatten rein. Da ist schon wieder fertig. So, das soll jetzt ein ganz passabler Vorrat hier für unser kleines Kraftwerk. Sieht hier überhaupt aus? 31. So, das hält wieder für eine ganze Weile. Diese Alien-Dinger kommen hier mal in die Kiste. Oh, das geht genau auf. Das ist ja geil. So, was machen wir denn jetzt? Stattdessen, jetzt brauchen wir noch Eisenplatten, Draht. Draht, Kupfer. Hier müssten wir ja auch mehr Kupfer haben als gebraucht wird. Ja, fast eine Platte noch. So, jetzt haben wir auch genug Eisenplatten. Jetzt hängt es nur noch am Draht. Dann können wir den Space Elevator aufstellen. Das wäre dann ein ordentlicher Schritt in die richtige Richtung. Und dann kümmern wir uns um entweder das aktuelle, den aktuellen Meilenstein oder gucken auch schon mal, was der Space Elevator verlangt. Ich glaube, am Anfang ist das noch nicht so haarig, was der möchte. Draht, das dürfte jetzt ja auch wirklich nicht mehr allzu lange dauern. Dann sollte man jetzt vielleicht tatsächlich ernsthaft mal gucken, wo man den hinstellt. Da drüben wäre vielleicht auch gar nicht so blöd. Das ist überall gar nicht so blöd. Oder man macht es direkt hier hinter die Palme. Ich denke, das da wird der Platz werden. So eine bisschen ebenere Fläche. Und alles viel hügeliger. Und ich denke, das da, das wird der Bauplatz werden. Da kommt's hin. Da kann man auch schon mal Probe laufen.
Blöde mit diesen riesigen Strukturen ist natürlich immer, jetzt sieht man, dass der eine Eingang, der ist dann arg weit in der Luft, aber einen Tod muss man halt immer sterben. Man könnte jetzt das vorher alles mit Fundamentplatten regeln. Aber das kann man ja später irgendwann auch nochmal machen. Das läuft uns ja nicht weg, dann wird dann nochmal abgerissen und neu gebaut. So, 5 Draht, das darf doch nicht wahr sein. So, da sind wir am Start, jetzt geht's los. Ist halt doch so eine kleine Senke. Guck jetzt auch noch mal, wie sieht's hier aus, wenn wir es hier hinstellen. Ist vielleicht doch. Da steht da der Space Elevator und da kommt schon das Kabel von oben. Etabliert. So, dann gucken wir, was der möchte. Was wir da einschmeißen sollen beim ersten Mal. Aber gut, kann man noch gut erreichen eigentlich. Wir können ja beim ersten Mal hier ganz feierlich die offizielle Feuerkonsole benutzen. Also, denn doch diese Teile hier, Smart Platings, die bestehen meines Wissens aus verstärkten Eisenplatten und Rotoren. Das ist schon ein Job, deswegen würde ich sagen, machen wir an dem Milestone, den wir jetzt gerade noch haben, den Meilenstein, an dem machen wir erstmal weiter. Das heißt, hier werden dann gleich Kabel hergestellt. Eisenplatten laufen weiter, würde ich sagen. Stäbe müssen wir machen. Ah, so viel zu tun, so viel zu tun. Der Zement läuft verlässlich weiter. Damit müsste das Kabelproblem dann ja prinzipiell erstmal gelöst sein. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Eisenplatten regeln sich auch. Das ist noch eine Frage von Schrauben und Stäben.
sagen, geht das Ding dann irgendwann auf Sterbe und da machen wir dann die Schrauben. Überlegt. Bisher hatten alle Gebäude eine Leiter, um auf das Gebäude zu klettern. Kann man hier am Ende hochklettern? Das wäre der Hammer. Aber wahrscheinlich. Da ist die Leiter. Aber das ist nicht das, was ich meinte. Ich dachte eigentlich, dass man dann am Ende hier vielleicht an diesem Kabel hochklettern kann, bis da oben rein und dann so einen Mega-Aussichtspunkt hätte. Das wäre natürlich echt Zucker. Obwohl ich glaube, in echt würde ich mich nicht trauen, da hochzuklettern. Das ist nicht so mein Ding. Langsam packt sich der Koffer für unseren Meilenstein. Eisen läuft. Auch, allerdings stockt das natürlich aus bekannten Gründen. Und da kommt unser Zement. Stück für Stück für Stück. Tapfer, tapfer, tapfer. Immer unaufhaltsam. Schön rein in den Container. Kabel sind jetzt bald fertig. Dann können wir da auf Schrauben umstellen. Beziehungsweise vielleicht zuerst auf Stäbe, solange die Eisenplattenproduktion noch läuft. Ich denke, dann beenden wir die Folge hiermit jetzt auch. Fassen wir mal zusammen. Der Space Elevator, unübersehbar als großes Ziel dieser Folge, vorbereitet in verschiedenen vorherigen Folgen. Die Produktion für den nächsten Meilenstein läuft bereits auf Hochtouren. Hier kommen die Eisenplatten demnächst alle rein. Kabel werden hier in unserem separaten Extra-Constructor gebaut, sind jetzt demnächst fertig, fehlen noch keine 90 Stück mehr, das wird so gemacht werden. Hier drüben werden Kupferdrähte gemacht, unaufhörlich. Als nächstes werden wir dann quasi hier weiter Eisenplatten produzieren lassen, solange wir noch welche brauchen. Das ist ja auch mal gerade so die Hälfte geschafft. Dann werde ich hier, wenn vorhanden, Eisenbarren rausnehmen, hier reinlegen, Stäbe machen, damit wir Stäbe haben, um, weil wir einerseits Stäbe brauchen, dann andererseits, dass wir auch die Schraubenproduktion aufnehmen können. Und dann wird hier irgendwann von Eisenplatten auf Stäbe umgestellt. So ist mal der Plan. Dann hätten wir den nächsten Meilenstein. Außerdem haben wir ja auch schon gesehen, wir brauchen diese Smart Plates, heißen die. Das sind, die werden aus den verstärkten Eisenplatten und Rotoren gebaut. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch manuell herstellen können oder ob wir
dafür brauchen wir dann schon einen Assembler. Und den können wir den bauen. Den können wir noch nicht bauen. Das heißt, da ist auch ein Meilenstein fällig. Das ist eigentlich unser aktueller. Ah, genau, Part Assembly. Das heißt, wenn wir den haben, können wir einen Assembler bauen. Dann können wir dort dann diese Smart Plates machen, den Space Elevator befüllen und zack, die nächsten Tech-Stufen freischalten. Und eine davon wird die Kohlegeschichte sein. Und so kommen wir dann hoffentlich möglichst zügig zur Kohle. Und das würde dann eine gewisse Unabhängigkeit von dem Ganzen, ich muss Biomasse einsammeln, bedeuten. Und das käme mir eigentlich sehr gelegen. Dann nochmal hier die Aussicht auf unseren majestätischen Space Elevator. Und damit sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.